Schönen guten Tag, liebe Leute. Wir sind heute hier bei Katrin Vogler. Katrin, wie geht's dir? Ja, mir geht's gut. Ich finde, wir leben in ganz spannenden, stürmischen Zeiten und es gibt wahnsinnig viel zu tun. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Über diese wahnsinnig spannenden Zeiten wollen wir uns auch unterhalten, nämlich was in Thüringen in der letzten Zeit los war. Was ist da eigentlich passiert? Was heißt das für die Politik in Deutschland? Viele Leute haben ja darüber schon gelesen. Kandidat der FDP wurde gewählt mit Stimmen der AfD. Wir sprechen hier von einem Dammbruch. Weißt du irgendwelche Sachen mehr? Du bist ja im Bundestag, die man sonst jetzt so nicht in den ganzen Medien den ganzen Tag lesen kann. Hast du irgendwelche Hintergrundinformationen, die diesen skandalösen Akt noch mal genauer darstellen können? Naja, was ich besonders spannend finde, ist, dass ja tatsächlich die CDU und die FDP hätten wissen können, dass die AfD ihren eigenen Kandidaten nicht wählt und stattdessen den der FDP. Weil es hat ja einen Brief von Björn Höcke gegeben an die Fraktionsvorsitzenden der FDP und der CDU, in dem er ihnen das angeboten hat. Und was ich auch absurd finde in diesem Brief, macht der Björn Höcke schon einen Vorschlag, der jetzt offenbar in aller Munde ist, nämlich man könnte ja auch eine sogenannte parteiunabhängige Expertenregierung einrichten. Was bedeutet denn eine parteiunabhängige Expertenregierung, muss man sich mal fragen. Das heißt doch nichts anderes, als sozusagen die Macht Menschen zu übertragen, die sich in ihrer Person niemals einer demokratischen Wahl gestellt haben. Also die Menschen in Thüringen haben sich bei der Wahl für eine der im Landtag vertretenen Parteien entschieden. Die allermeisten haben sich für die Linke entschieden. Das passt FDP und CDU nicht. Deshalb akzeptieren sie es, dass einer ihrer Kandidaten, nämlich dann ausgerechnet noch der 5% Kämmerich, mit den Stimmen der AfD gewählt wird. Das akzeptieren sie eher als dass Bodo Ramelow, der übrigens der beliebteste Politiker in Thüringen ist, mit 71% Zustimmung in der Bevölkerung, sogar 60% der CDU-Anhänger finden, dass Bodo Ramelow eine gute Arbeit gemacht hat. Also statt sozusagen durch eine Enthaltung zu akzeptieren, dass der Wahlsieger Bodo Ramelow wieder zum Ministerpräsidenten gewählt wird, macht man erst diese seltsame Konstruktion, dass ausgerechnet der Vertreter der kleinsten im Landtag vertretenen Parteien, also der auch die geringste demokratische Legitimation hat und hinter dem die wenigsten Thüringer stehen, zum Ministerpräsidenten gewählt wird. Und jetzt kommt sozusagen noch obendrauf ein Vorschlag, der tatsächlich von der AfD kommt, der wird von allen aufgegriffen. Man soll jetzt einen parteiunabhängigen Ministerpräsidenten aufstellen und eine sogenannte Expertenregierung bilden. Das ist für mich ein Zeichen der Entdemokratisierung, weil das natürlich bedeutet, dass die Wählerinnen und Wähler keinen Einfluss mehr darauf haben, wer regiert jetzt eigentlich unser Land. Ziemlich verfahrene Situation in Thüringen. Aber welche Rolle spielen die Bundespolitik eigentlich in diesem Konflikt? Welche Rolle hatten die Bundes-CDU gespielt oder die Bundes-FDP für diese ganzen Schlamassel, die es da gegeben hat? Naja, es war ja ganz am Anfang, nachdem das Wahlergebnis feststand, so, dass es eine vorsichtige Bemühung gab, auch seitens des CDU-Fraktionsvorsitzenden in Thüringen, Mike Mohring, zu überlegen, in welcher Konstruktion man vielleicht eine rot-rot-grüne Minderheitsregierung tolerieren könnte. Und die hatten ein paar Projekte, 12 Projekte auch aufgeschrieben, die sie gerne verwirklicht sehen würden. Und die allermeisten wären auch mit dieser Minderheitenregierung gar nicht strittig gewesen. Weißt du, welche Projekte das waren, die CDU unbedingt wollte? Na, es geht da um Dinge wie Kommunalfinanzierung und ähnliche Sachen. Es geht um Fragen des Kita-Ausbaus. Also Dinge, wo man sich auch hätte einigen können und die jetzt auch aus Sicht von Rot-Rot-Grün keine Projekte gewesen wären, die man nicht hätte mittragen können. Okay, also CDU will auch Kita-Ausbau, gute Kommunenfinanzierung. Da kann man doch zusammenkommen eigentlich. Sind die jetzt schon so sozialdemokratisiert oder wie in Thüringen? Naja, das hat nichts mit Sozialdemokratisierung zu tun, sondern Parteien müssen ja Interessen ihrer Wählerinnen und Wähler vertreten. Und in Thüringen gibt es halt ein paar Probleme, die einfach auf der Sachebene zu lösen sind. Und da kann man schon zusammenkommen. Und das ist in ganz vielen Bereichen auf der landes- oder kommunalpolitischen Ebene ist das so. Naja, und dann kam eben
die CDU-Parteispitze und hat gesagt, nee, also mit der Linken darf es keine Deals geben, genauso wie mit der AfD, und hat damit ihre Landespolitiker in ein fürchterliches Dilemma getrieben. Das kam von der Bundes-CDU, ja? Das kam ganz offensichtlich von der Bundes-CDU. Es gibt allerdings auch eine starke Gruppe von Abgeordneten innerhalb der CDU Thürings, die das genauso sieht. Also die CDU Thürings ist da tatsächlich gespalten, wie sie damit umgehen soll. Und es gibt auch eine Gruppe von Abgeordneten, die inzwischen artikuliert haben, unter anderem der stellvertretende Fraktionsvorsitzende, die inzwischen artikuliert haben, dass sie gerne öfter und verbindlicher mit der AfD, also mit der Partei unter dem Nazi Björn Höcke, zusammenarbeiten würden. Aber nachdem eben sozusagen von Berlin die Ansage kam, dass man diese Versuche der Tolerierung einer Minderheitsregierung nicht weiterverfolgen durfte, kam dann gleichzeitig eben auch die Entscheidung, dass man keinen eigenen Ministerpräsidentenkandidaten aufstellt, weil man sich bewusst war, dass dann die Gefahr besteht, dass der mit den Stimmen der AfD gewählt werden würde. Bei der FDP gab es offenbar weniger politische Klugheit. Die haben gedacht, wir machen hier einen schnellen Punkt und einen interessanten Move, indem wir einen eigenen Kandidaten aufstellen. Und es ist auch wohl so, dass die Thüringer FDP überhaupt keine Probleme damit hat, mit der AfD zusammenzuarbeiten. Und dass sozusagen erst Christian Lindner, der zunächst auch erstmal gratuliert hatte und so, erstmal begreifen musste, was für ein Desaster da angerichtet worden ist. Und dann eben nach Thüringen fahren musste, um seinen Parteifreund davon zu überzeugen, dass er jetzt besser sein Amt wieder zur Verfügung stellt. Aber damit kommt ja das nächste Problem. Also Thüringen ist ja im Moment in einer Situation der Nichtregierung oder einer Hängepartie, weil dadurch, dass Thomas Kemmerich zurückgetreten ist als Ministerpräsident, kann er auch nicht agieren. Also er kann keine neuen Minister und Ministerinnen ernennen, er kann ja sozusagen nichts nach vorne Weisendes auf den Weg bringen. Und es ist der Weg verstellt worden, dass der Landtag dass er im Landtag durch die Vertrauensfrage Neuwahlen herbeiführen könnte. So dass jetzt die einzige Möglichkeit für Neuwahlen nur noch ist, dass der Landtag sich mit mindestens 60 Abgeordneten von den 90, die es da gibt, aktiv selbst auflöst. Und daran hat natürlich die CDU angesichts der dramatisch eingebrochenen Umfrageergebnisse für ihre Partei im Moment überhaupt kein Interesse. Deshalb blockieren die diesen Weg. Das heißt, es gibt keine Regierung. Für Neuwahlen bräuchte man 2/3 Mehrheit im Parlament. Und das kriegt man gerade auch nicht zusammen, weil die CDU natürlich kollabieren wird bei Neuwahlen, wie es erwartet wird. Ne? So, das ist total, alle Wege sind versperrt in Thüringen. Ja, genau. Sie hatten bei der Wahl noch 21%. Jetzt haben sie bei den Umfragen irgendwie zwischen 10% und 13%. Sie haben tatsächlich diese 60% ihrer Wählerinnen und Wähler, die sagen, der Ramelow ist eigentlich ein guter Ministerpräsident, warum lässt man den nicht weitermachen? Die haben sie total verschreckt und verstört. Und in dieser Situation wären natürlich Neuwahlen das einzig Gescheite, weil dann würde man auch klare Mehrheitsverhältnisse kriegen, was offensichtlich die meisten Thüringerinnen und Thüringer, wenn man diesen Umfragen glauben darf, auch wollen. Was wird denn jetzt kommen in Thüringen? Ich meine, es gibt keine Regierung und keine Neuwahlen erstmal in Aussicht. Also was dann? Ja, es gibt jetzt, glaube ich, erstmal weiter eine Hängepartie. Das Problem ist auch obendrein, dass das Thüringer Wahlgesetz, das ja ein paritätisches Wahlgesetz ist, also mit gleichberechtigter Beteiligung von Frauen, dass das im Moment beklagt wird vor dem Verfassungsgerichtshof des Landes Thüringen, und zwar von AfD und CDU. Und man kann in so einer Situation, wo das aktuell gültige Wahlrecht vom Verfassungsgericht beklagt wird, kann man ja sehr, sehr schlecht sagen, also machen wir einfach Neuwahlen. Weil es könnte sein, dass dann sozusagen, wenn das Urteil erst nach der Wahl kommt, oder nach den Kandidatenaufstellungen, die dann schon die nach dem jetzt gültigen Wahlrecht gemacht werden, dass man dann sozusagen wieder auf Null gehen muss. Und das wäre natürlich noch ein schlimmerer Schlag ins Gesicht der Wählerinnen und Wähler. Und das würde die Demokratie auch nicht stärken. Also man braucht auf jeden Fall eine Übergangsregierung. Man braucht auf jeden Fall eine Zeit, um Neuwahlen vorzubereiten. Und wenn jetzt ein Ministerpräsident, also Bodo Ramelow hat es ja für sich angekündigt, wenn er eben mit Stimmen oder Stimmenthaltungen seitens der CDU
wieder ins Amt kommen würde, dann würde er diese Zeit eben nutzen, um Neuwahlen vorzubereiten und dafür zu sorgen, dass eben rechtssicher auch Neuwahlen stattfinden können. Das ist ein einzig machbare und rationale Weg wäre, dass der populärste Politiker, nämlich Ramelow von der stärksten Fraktion, diesen Übergang organisiert. Ja? Genau, und die Bild-Zeitung macht ja jetzt irgendwie eine Riesenkampagne. Es hätte einen Deal zwischen Ramelow und Möhring gegeben, dass da irgendwie Abgeordnete der Union aufs Klo gehen bei der Wahl oder dass sie eben einfach den Plenarsaal verlassen, einfach nicht da sind. Ja, tatsächlich ist das so, dass das natürlich auch eine Möglichkeit ist, die gesichtswahrend wäre, dass man eben, wenn man, wenn einem das wichtig ist, dass das Land vernünftig regiert wird, auch in so einer Phase, wo es keine eigenen Mehrheiten gibt, dann ist das durchaus eine legitime Möglichkeit, dass Abgeordnete sagen, okay, ich kann jetzt für den nicht stimmen, das kann man ja auch alles nachvollziehen, ich will jetzt auch mit denen nicht zusammenarbeiten, aber es ist besser für das Land, wenn ich vielleicht an dieser Wahl nicht teilnehme. Sowas kann man auch machen. Und ich finde das völlig legitim und ich verstehe gar nicht, warum die Bild-Zeitung sich da so echauffiert. Das ist auf jeden Fall legitimer, als den Chef einer 5%-Partei zum Ministerpräsidenten zu wählen. Das ist wirklich irre. Das sind wirklich abgefahrene Zeiten, wo die Linken an die CDU appellieren, an das Land zu denken und an den Staatsräson. Ja, das hat mein Kollege Jan Korte gestern auch in der Aktuellen Stunde, die wir dazu gemacht haben, sehr gut auf den Punkt gebracht. Das hat er gesagt, das ist ja wirklich irre, dass ich hier an diesem Mikrofon stehen muss und muss Sie von der CDU an Ihre staatspolitische Verantwortung erinnern. Aber das ist auch wirklich was mich umtreibt. Also so zu sehen, dass die wirklich sehenden Auges das Land in die Unregierbarkeit gleiten lassen. Das augenfälligste Beispiel war ja, dass jetzt der Sitz von Thüringen bei der letzten Bundesratssitzung heute, dass der Sitz frei geblieben ist, weil Herr Kemmerich auch nicht auffindbar ist und man weiß auch gar nicht, wo er sich im Moment aufhält und er will auch an dieser Bundesratssitzung nicht teilnehmen. Es ist tatsächlich, ich glaube, die schwerste Staatskrise eines Bundeslandes seit Gründung der Bundesrepublik Deutschland. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass es in der Geschichte der Bundesrepublik schon mal so eine Situation gegeben hat. Und die Menschen, die die Landesverfassung in Thüringen geschrieben haben, haben sich das offenbar auch nicht vorstellen können, weil sie haben einfach für diese Situation überhaupt keinen Mechanismus eingebaut. Jetzt wird ja eine Diskussion oft auch links und rechts gleichgesetzt. Das haben wir jetzt in der Bild-Zeitung oder auch diese eigentlich die Linie, die die Bundes-CDU ja auch gefahren hat, die sie dann nicht durchhalten konnte, ja, zu sagen, mit der AfD nicht, aber mit den Linken auch nicht. Ja. Das ist doch eigentlich eine ziemlich bescheuerte Logik. Oder was ist davon Denken dahinter eigentlich? Na, das ist die alte Totalitarismus-Theorie, wonach sozusagen die politischen Ränder gleich schlimm sind und gleichermaßen eine Bedrohung sind für die Demokratie. Wobei man ja wirklich sagen muss, dass es dafür überhaupt keine Evidenz gibt. Also wir wissen, wohin eine Partei des rechten Randes, die mit Unterstützung bürgerlicher Kräfte, also konservativer und nationalliberaler Kräfte, an die Macht gehoben wurde, nämlich die NSDAP, wohin die unser Land geführt hat. Wir haben gerade 75. Jahrestag der Befreiung von Auschwitz hier mit einer Gedenkstunde im Deutschen Bundestag begangen. Im Paul-Löbe-Haus hängen Bilder eines Überlebenden des KZ Auschwitz-Birkenau, der da an den Krematorien gearbeitet hat. Und das ist wirklich, also ich empfinde das ehrlich gesagt auch als tiefe persönliche Beleidigung, mich auf eine Stufe zu setzen mit einer Partei, die diese Geschichte relativieren will, mit einem Bernd Höcke, der eine Geschichtswende um 180 Grad fordert und der das Denkmal für die ermordeten Juden hier in Berlin als Mahnmal der Schande bezeichnet hat. Also das ist wirklich so unfasslich dumm und es entbehrt jeglicher historischer, aber eben gerade auch aktueller Grundlage. Ich meine, Bodo Ramelow und das Bündnis mit SPD und Grünen hat das Land Thüringen 5 Jahre lang regiert und es gibt dort immer noch Bananen und es ist irgendwie auch kein Gulag neu aufgemacht worden.
Wenn eine Partei in diesem Bundestag sich wirklich ihrer Geschichte gestellt hat und die aufgearbeitet hat, dann ist das die Linke. Also ich habe noch nicht gehört, dass die CDU oder die FDP sich mal mit der Geschichte der Blockparteien, die sie ja in sich aufgenommen haben, unmittelbar nach der Wende in ähnlicher Weise intensiv selbstkritisch beschäftigt hätte, wie die Linke das gemacht hat. Natürlich ist das auch eine Aufgabe, die weiter fortschreitet, aber diese Totalitarismustheorie, die gehört wirklich auf den Müllhaufen der Geschichte. Es scheint ja auch nicht ganz so zu funktionieren, diese Gleichsetzung, ne? Weil wir erleben gerade, dass in Thüringen die Linken nach Umfragen massiv zugelegt haben, dass auch im Bund die Linken zulegen. Wie klingt jetzt mit Bodo Ramelow eine Figur eines linken Landesvaters? Das gab es ja auch so nicht, ne? Ja, und dann wird natürlich immer gesagt, ach, eigentlich ist der Ramelow ja nur ein Sozialdemokrat, der in der falschen Partei ist oder so. Das wird ja immer gerne gesagt, wenn die Leute jemanden von uns gut finden, ach, der oder die ist in der falschen Partei. Aber es sind ja Persönlichkeiten, die sich sehr bewusst ausgesucht haben, in welche Partei sie gehen. Und Bodo Ramelow ist wirklich jemand, der damals als Bundesgeschäftsführer sehr großen Anteil hatte am Zusammenwachsen der Linken aus Ost und West, also aus WASG und PDS. Es ist wirklich ein Urgestein der Linken und es ist jemand, der auch mit beiden Füßen also pragmatisch im Leben steht, aber eben auch ein linkes Programm vertritt in Thüringen. Also ein soziales Programm, das darauf guckt, dass eben gerade in den unterentwickelten ländlichen Regionen auch Infrastruktur geschaffen wird, dass da Kitas und Schulen existieren, dass Menschen von ihrer Arbeit leben können, dass eben gute Arbeitsplätze geschaffen werden und nicht nur irgendwelche Arbeitsplätze und der an der Seite von Beschäftigten steht und der ein ganz klares antifaschistisches Profil hat. Also vor 10 Jahren in Dresden, da hat Björn Höcke an der Seite von Nazis, Neonazis, Rechtsextremen demonstriert und Bodo Ramelow war auf der anderen Seite bei den Demokratinnen und Demokraten und Antifaschistinnen. Ja, und ich meine, es hieß ja auch immer, die Linke ist nur stark in den urbanen Räumen, in den Großstädten und so weiter. Jetzt haben wir eine Linke bei 40% in einem sehr ländlichen Raum. Was heißt das eigentlich für die Perspektive der bundesdeutschen Linken, diese Erfahrung aus Thüringen? Ja, ich glaube, wir müssen einfach auch den Blick weiten. Viele Menschen in Deutschland leben in den ländlichen Räumen und man kann als politische Partei nicht nur aus den urbanen Zentren stark werden. Das dauert im ländlichen Raum etwas länger. Das ist ja so. Ich komme ja selber aus einem ländlichen Wahlkreis und bei uns sagt man, bevor dir die Leute vertrauen, musst du mit denen einen Sack Salz gegessen haben. Also es dauert schon seine Zeit. Und es braucht viel beharrliche Kleinarbeit und vertrauensbildende Maßnahmen. Und man muss eben sehr viel zuhören. Und das ist zum Beispiel was Bodo Ramelow, glaube ich, auch gut gemacht hat. Der hat sehr, sehr viel zugehört in seiner Zeit als Ministerpräsident und sich daraus dann Gedanken gemacht, was man in Politik umsetzen muss. Und das gehört einfach dazu. Ich meine, wenn wir sagen, wir vertreten die Interessen der 99%, die nicht mit dem goldenen Löffel im Mund geboren sind, dann müssen wir diese 99% abholen, da wo sie sind. Und die sind nicht nur in den Großstädten und nicht nur in den Metropolen, sondern die sind eben gerade auch im ländlichen Raum. Und gerade da schlägt der Neoliberalismus auch auf eine Art und Weise zu, was die, sage ich mal, Verrohung der Arbeitswelt angeht, die Verstärkung von ausbeuterischen Arbeitsverhältnissen, Leiharbeit und so weiter. Das ist alles bei uns vor Ort. Und die ländlichen Räume haben auch Potenziale, die wir nutzen können, also zum Beispiel für den notwendigen ökologischen Umbau, für eine Energiewende und Verkehrswende. Da müssen wir im ländlichen Raum echt mehr Gas geben. Ja, das sind ja eigentlich, ich meine, die Staatskrise auf der einen Seite und auf der anderen Seite erstarken der Linken. Das ist ja eigentlich eine ganz spannende Geschichte, die gerade abläuft. Aber ganz ehrlich, im Haut der CDU möchte gerade keine stecken. Ne? Also deren Gleichsetzung von links und rechts ist völlig schiefgegangen. Man hat das Gefühl, dass die CDU gerade von beiden Seiten so richtig zerrissen wird. Ja, die CDU steckt wirklich in diesem Dilemma fest, dass sie auf Dauer keine Mehrheiten für sich oder für ihre Politik wird finden können, zumindest in den ostdeutschen Bundesländern, wenn sie sich nicht entweder
nach rechts oder nach links zumindest diskursiv öffnet. Also so, dass man miteinander redet und dass man miteinander kommuniziert und dass man guckt, was kann es für Lösungen geben. Und es gibt natürlich starke, lautstarke Kräfte in der CDU. Wie stark die tatsächlich an der Basis verankert sind, kann ich nicht sagen. Ich weiß nur, dass sie bei uns sehr, sehr klein sind. Wie zum Beispiel diese selbsternannte Werteunion, bei denen ich immer den Eindruck habe, deren Wertekompass ist komplett falsch ausgerichtet. Also da, die sind sehr, sehr lautstark und die werben sehr stark für eine Öffnung nach, noch weiter nach rechts. Und da muss sich die CDU jetzt irgendwann auch zu verhalten. Es gibt ja auch namhafte Stimmen, die sagen, es muss dann Unvereinbarkeitsbeschluss geben. Weil wenn man sich zum Beispiel die Facebook-Seiten dieser Werteunion anguckt, die könnten auch die Seiten eines AfD-Kreisverbandes sein. Also da gibt es inhaltlich so gut wie keinen Unterschied mehr und lauter Überschneidungen. Die sind nur, orientieren nur noch aus taktischen Gründen auf die CDU. Ja, das sind aber auch vielleicht auch so Umbrüche in deren Milieu von CDU. Ne? Also ich meine, was ehemals dieses so geschlossene, konservative Milieu, bürgerliche Kreise in Deutschland waren, das scheint ja auch nicht mehr so homogen zu sein. Ich habe das Gefühl, so ein bisschen kann es sein, dass das, was mit der SPD vor 10, 15 Jahren passiert ist, dass die SPD so in Richtung Neoliberalismus gezogen ist und auf der anderen Seite nach links sehr viel verloren hat, dass das Gleiche jetzt mit CDU passiert, dass ihre klassischen Wählerschichten und ihre soziale Basis einerseits sehr viel liberaler wird, auch ökologisch bewusster wird und auf der anderen Seite Teile von denen sehr, sehr weiter nach rechts gehen. Ja, das ist, ich glaube, das hat tatsächlich zu tun mit mit den politischen Entwicklungen seit 2015, seit eben viele Flüchtlinge nach Deutschland gekommen sind und auch da sehen wir ja, dass es sozusagen mitten durch die Union geht. Also Angela Merkel hat sich an einer bestimmten Stelle entschieden, die Grenzen nicht zuzumachen, was ich ihr übrigens hoch anrechne. Und sie konnte dabei bauen auf einen, sage ich mal, großen Teil der CDU-Anhänger, die sich ganz konkret auch in der Flüchtlingshilfe engagiert haben, die gesagt haben, das ist eine humanitäre Krise, da müssen wir helfen, da können wir auch vor unserem christlichen oder Wertehintergrund nicht abseits stehen und zusehen, wie die Menschen im Mittelmeer ertrinken oder in Flüchtlingslagern, die völlig unzureichend sind, irgendwo am Rande Südosteuropas dahin vegetieren. So, und da diese Entscheidung hat sozusagen den Keim der Spaltung in die CDU getragen. Es gibt ja schon lange und schon immer in der CDU auch Leute, die extreme rechtskonservative, nationalkonservative Positionen verfolgen und die damit überhaupt nicht einverstanden waren und die dieses ganze Humanitäre dann als Gutmenschentum verunglimpfen und die das ganz, ganz falsch fanden. Auf der anderen Seite hat Frau Merkel große Wählerschichten durch diesen zunächst mal humanitären Akt überhaupt an die CDU wieder gebunden. Weil die CDU war eigentlich auch da schon in einer Situation, durch die ganze neoliberale Politik, die sie mitgetragen hat, durch dieses beharrliche Stehen an der Seite der Großkonzerne und Vernachlässigung der Interessen der Menschen, Mehrheit der Menschen, war sie eigentlich auch schon an dem Punkt, wo sie ihre Bindekraft verloren hat. Das konnte dadurch noch mal ein bisschen aufgefangen werden. Da haben viele Leute noch mal gesagt, oha, die Merkel macht ja doch auch ein paar gute Sachen und man kann jetzt doch weiter CDU wählen. Aber das Ganze wird natürlich jetzt bröckelig. Und jetzt steht die CDU wirklich vor einer Werteentscheidung, welche Richtung will sie gehen. Und das eben gerade vor dem Hintergrund auch, dass Angela Merkel ja als Bundeskanzlerin aufhören will. Und dann kommen natürlich die Machtkämpfe der Boys im Hintergrund, die alle irgendwie die neue Merkel werden wollen. Ja, ich meine, das Spannende ist ja jetzt natürlich, dass wieder mal Friedrich Merz hier sich ins Spiel bringt, der Mann der großen Finanzkapitalinstitutionen und der Hardcore-Transatlantiker. Aber ist es nicht so, dass egal was die CDU macht, sie verlieren wird? Ich meine, wenn sie nach rechts geht, wird sie doch massiv Richtung Grüne und SPD verlieren. Mhm. Geht sie nach links, wird sie doch Richtung AfD verlieren. Ja genau, ich habe das mit Bezug auf Thüringen halt so formuliert. Die CDU hat sich durch die Wahl von Thomas Kemmerich mit den Stimmen der AfD
hat sie die 60% ihrer Wählerinnen und Wähler verschreckt, die eigentlich Bodo Ramelow einen guten Ministerpräsidenten finden. Und sie ist jetzt in der Situation, dass wenn sie sich wieder anders entscheidet, droht sie sozusagen die anderen 40% vor den Kopf zu stoßen. Also wie sie es macht, macht sie es falsch. Die Frage ist nur, was passiert dann? Also wo gehen die Leute hin? Also weil die Auswahl ist ja nicht so wahnsinnig groß. Und was mich ein bisschen zuversichtlich stimmt, ist, dass die AfD von ihrem großen Coup, auf den sie so stolz waren, wo sie bestimmt 100 Flaschen Rotkäppchen-Sekt geköpft haben, wenn nicht teureren Stoff, dass sie dadurch in den Umfragen überhaupt nicht profitieren. Und das finde ich ziemlich großartig, weil das ganze Land jetzt nämlich darüber diskutiert, warum man eine Nazi-Partei wie die AfD von Björn Höcke nicht wählen darf. Ich meine, ich ganz ehrlich, ich war ein bisschen erstaunt, dass die Linken in Thüringen so überrascht worden sind von diesem Coup. Das hat man ja angesehen. Weil eigentlich muss man ja erwarten, dass die CDU und FDP irgendwann sich natürlich der AfD öffnen. Ne? Aber ist es nicht so, dass es einen absolut falschen Zeitpunkt mit der absolut falschen AfD gemacht haben, nämlich mit dem Höcke? Also das Spiel haben sie doch wirklich falsch gespielt, habe ich das Gefühl. Und das schlägt es total gegen sie zurück. Gehen das gesamte Recht der Lage. Naja, das ist ja so, dass also die gesamte AfD ist verantwortlich für Björn Höcke und für Andreas Kalbitz und für andere Gestalten, die ja, eine nationalsozialistische Renaissance eigentlich wollen und die tief verwurzelt sind in diesem rechtsextremen Nazi-Milieu und die da sozusagen anschlussfähig sind, hoch drei. Wahrscheinlich haben sie eben gedacht, dass es genau der richtige Zeitpunkt und genau der richtige Ort ist, weil es eben gegen einen linken Ministerpräsidenten geht. Ich glaube, dass sie auch die Lage im Land falsch eingeschätzt haben, weil sie einfach in ihrer eigenen Blase überhaupt nicht wahrgenommen haben, dass diese Umfragen, wo drin steht, wie wahnsinnig beliebt der Ramelow in Thüringen ist, dass die tatsächlich nicht gefaked sind, sondern dass das tatsächlich die Stimmung in der Bevölkerung wiedergibt. Und sie haben halt gedacht, dass sie damit eben zeigen können, dass sie die wirksamste antikommunistische Kraft und antisozialistische Kraft sind und dass es ohne sie keine Mehrheiten jenseits des linken Lagers mehr gibt. Und das ist natürlich eine Geschichte, tja, da haben sie sich vielleicht wirklich verrechnet. Aber sie haben das, ich muss sagen, ich muss das neidlos zugestehen, sie haben das klug eingefädelt. Also wenn man hört, dass die Abgeordneten der AfD-Fraktion nach der Fraktionssitzung, wo sie eingenordet worden sind, wo ihnen dieser Coup vorgestellt worden ist, alle ihre Handys abgeben mussten, damit sie eben nicht Gefahr laufen, irgendwas vorzeitig irgendwo rumzukommunizieren. Hut ab. Also ich würde mir von meinem Fraktionsvorsitzenden mein Handy erstmal nicht abnehmen lassen. Ich glaube, wenn die Linke etwas mehr Geschlossenheit hätte, so wie AfD, das würde wahrscheinlich die Linke deutlich stärker machen als die AfD. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Nee, die AfD hat es sicher natürlich ihr Spiel gut gespielt. Ich meine vor allem die CDU und FDP, dass sie da ihre Öffnung, also mit Höcke, ich stelle mir vor, die hätten das irgendwo in Baden-Württemberg mit irgendwelchen Meutens oder irgendwelche Ex-CDUler gemacht. Ich glaube, das wäre eher vermittelbar gewesen. Ne? Also jetzt mit Höcke irgendwie eine Koalition, eine halbe Koalition zu machen. Also da, nur damit also ich glaube, Sozialisten verhindern, das hat ja der Maaßen so, der ehemalige Verfassungsschutzchef und Werteunion gesagt, Hauptsache die Sozialisten sind weg, Ja, das rechtfertigt irgendwie genau. alles. Aber ich meine, ich habe das Gefühl, dass in Deutschland gerade die Stimmung ist, Hauptsache die Nazis kommen irgendwie nicht ran und die Sozialisten sollen ruhig mal regieren. Genau, das hat man ja auch gesehen direkt an dem Tag dieser Wahl. Also passierten ja zwei interessante Dinge. Erstens, um 17 Uhr irgendwas hat der Herr Merz seinen Aufsichtsratsvorsitz bei BlackRock öffentlich zurückgegeben und gesagt, er wolle sich jetzt noch mehr für das Land engagieren, was man durchaus als Drohung begreifen kann. Und gleichzeitig formierten sich in zig Städten, und zwar nicht nur in Thüringen und nicht nur in Berlin, sondern sogar bei uns in Greven, spontan Mahnwachen, Demonstrationen, Aktionen vorm Landtag in Thüringen, vor den Parteibüros der CDU und der FDP in den Innenstädten, wo Menschen gesagt haben, mit Nazis nie.
Und dabei muss es halt auch bleiben. Und ich hoffe auch, dass ganz viele Leute morgen zu dieser Riesendemo kommen, die hoffentlich riesig wird in Erfurt, wo wir ganz klar sagen, nicht mit uns. Deutschland bleibt gegenüber Nazis sehr wachsam. Ich glaube, das braucht es auch, ja, in diesen Zeiten. Aber nochmal zu diesem Stimmungswechsel. Ich habe auch jetzt hier im Bundestag, hat man so ein bisschen wahrgenommen, dass die SPD zum Beispiel jetzt ganz anders mit den Linken umgeht. Die haben euch ja so ein bisschen jahrelang wie so Aussässigen behandelt und so. Jetzt habe ich das, wenn ich mir so die Bundestagsreden anschaue, die klatschen ja teilweise lauter, wenn die Linken reden. Ja, das, ich Als die meine, Linken selber, meine ich, ja. das hat natürlich auch damit zu tun, dass auch die SPD begriffen hat, dass wenn sie jemals wieder einen ernsthaften Mitgestaltungsanspruch ohne an die CDU gefesselt zu sein haben will, dann muss sie sich tatsächlich nach links öffnen. Und das spiegelt ja auch das neue Spitzenduo der SPD wider. Also das sind ja Leute, mit denen man durchaus auch vernünftige Projekte im Bereich soziale Gerechtigkeit, Arbeit, Soziales, Mieten, Rente und so weiter vereinbaren kann. Natürlich gibt es immer noch Punkte, wo wir uns nicht so schnell einig werden. Also einer der entscheidenden Punkte ist, glaube ich, was SPD und Grüne angeht, ein entscheidender Unterschied zu der Linken bleibt nach wie vor die Frage der Außenpolitik. Also wie stehen wir zu Bundeswehreinsätzen im Ausland, die wir als Linke grundsätzlich ablehnen, wie stehen wir zu der Frage Aufrüstung? Da haben wir wirklich große strategische Probleme, gemeinsam zu agieren. Aber in vielen anderen Fragen wird man sicherlich auch zusammenkommen können. Innenpolitik kann man sich schon einigen. Außenpolitik bleibt tatsächlich ein bisschen so eine ganz schwierige Frage, ne? Und läuft die Linke jetzt nicht ein bisschen Gefahr, wenn es Rot-Rot-Grün realistischer wird, dass auch in der Linken ein bisschen die Forderungen laut werden, ey, lass mal ein bisschen pragmatischer werden in der Außenpolitik, weil sonst können wir keine Regierung bilden und kommen die Rechten wieder dran? Also ein bisschen Auslandseinsätze der Bundeswehr Ja, doch. ich meine, wir haben das ja bei den Grünen gesehen, wie schnell das bei denen ging von einer wirklich pazifistischen Partei, die sich auch die Gewaltfreiheit aufgeschrieben hat als einen wesentlichen Pfeiler, zu einer Kriegsbeteiligung und dann auch noch am völkerrechtswidrigen Angriff auf Jugoslawien und das Bombardieren von auch zivilen Zielen plötzlich rechtfertigen und solche Sachen. Natürlich wird dieser Druck wachsen. Und ich glaube, wir kommen da nur raus, indem wir auch immer zu dem Nein, was wir stark machen müssen, aber auch immer Alternativen formulieren. Also sagen, diese Bundeswehreinsätze sind nicht die Ultima Ratio, ohne die es nicht geht, sondern es gibt Alternativen, wie man eben zivil und gewaltfrei handeln kann. Die Aufrüstung ist nicht alternativlos und es ist mitnichten so, dass man durch dieses Versprechen, was eine frühere Bundesregierung der NATO gegeben hat, dass man dadurch gebunden ist. Man kann im Übrigen auch zum Beispiel die Rammstein Airbase schließen, über die eben mit die Daten weitergeleitet werden, wo völkerrechtswidrige Drohnenmorde beispielsweise an diesem iranischen General begangen werden. Das kann man alles machen und man kann auch dafür verhandeln, dass eben die Atomwaffen aus Büchel wegkommen. Das sind alles Dinge, die man machen kann. Man muss auch nicht unbedingt innerhalb der EU und im Rahmen mit Frankreich die Rüstungsexportbestimmungen, die sowieso ständig aufgeweitet werden, man muss sie nicht noch weiter aufweiten, man kann sie anders gestalten. Und diese Alternativen zeigen wir ja immer auf und wir sind da, glaube ich, gut ausgestattet für entsprechende Verhandlungen. Jetzt letzter Punkt vielleicht. Was wäre denn deine Empfehlung für linke Menschen? Jetzt, wir erleben diese Staatskrise in Thüringen, wir erleben dieses wahnsinnige Durcheinander in der politischen Landschaft. Ja, in der CDU ist der Machtkampf eröffnet. Ja, ob jetzt die sich mit Merz vielleicht doch Richtung AfD stärker öffnen werden oder ob sie mit einem Laschet doch Richtung Schwarz-Grün und Große Koalition weitermachen. Ne? Was sind deine Empfehlungen für linke Menschen in Deutschland in solchen bewegten Zeiten? Na, in solchen bewegten Zeiten kann ich nur empfehlen, das, was ich glaube, ungefähr 1000 Menschen schon gemacht haben in den letzten Tagen, nämlich in die Linke einzutreten, sich da auch zu engagieren.
sich in außerparlamentarischen Gruppen und Initiativen zu engagieren, sehr wachsam zu bleiben und sich vor allem nicht den Kopf der CDU zu machen, wen sie als Kanzlerkandidaten aufstellen sollen. Das ist nun wirklich nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist zu verhindern, dass nach 16 Jahren Merkel nochmal wieder ein CDU-Mann Kanzler in Deutschland wird. Vielen Dank, Katrin, und viel Erfolg weiter mit deiner Arbeit.